Im Coswiger Gymnasium ist es zur Tradition geworden, den vielleicht manchmal trockenen Geschichtsunterricht mit Zeitzeugenberichten abwechslungsreicher zu gestalten. Zeitzeugen vergangener Jahrhunderte können nur noch stumme Gegenstände sein, während für die jüngere Geschichte noch immer Menschen gewonnen werden, die in oft beeindruckender Weise mit erlebten Episoden ein Stück Historie beinahe zum Anfassen auferstehen lassen. Durch unser christliches Abendland zieht sich der Jude Jesus von Nazareth wie ein roter Faden. Auch Atheisten feiern seinen Geburtstag, nämlich Weihnachten. Parallel dazu spielt sich bereits seit dem frühen Mittelalter ein nicht nachvollziehbarer Hass gegen Juden ab. Dieser gipfelte dann im Dritten Reich während des Holocaust. Millionen Menschen jüdischer Herkunft, an keiner Äußerlichkeit als Jude erkennbar, wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Wer konnte, versuchte nach der Machtergreifung aus dem Deutschen Reich zu fliehen. Eine Reihe jüdischer Bürger gelang durch glückliche oder äußerst gewagte Umstände die Flucht und damit das Überleben. Zu einem der letzten Holocaust-Überlebenden gehört der Ukrainer Dr. Boris Sabarko aus Kiew. Er ist Verfasser zahlreicher Bücher. Kurz vor seinem Besuch in Coswig, organisiert durch Vertreter des Maximilian-Kolbe-Werkes, war Dr. Sabarko während einer Gedenkveranstaltung in Berlin mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zusammengekommen. Auch dort hat er über sein Leben berichtet. Jetzt durften junge Leute im Coswiger Gymnasium aus berufenem Mund erfahren, was Menschen anderen Menschen antun können. Das ist Ziel meines Lebens. Weil wenn ich mache das nicht, die anderen machen das. Entschuldige, aber das ist so. Machen das nicht. Und ich, für mich, das ist sehr wichtig, dass die Menschen müssen das nicht vergessen. Und für mich, das ist sehr wichtig, wissen, wie es ist Katastrophe vergangen, wie waren das die Geschehe, die Orte, Massenmorden, die jüdische Name, Familien, die Schicksal von diesen Menschen, wie haben sie das überlebt, warum es ist geschehen, Holocaust. Was muss man tun? Das muss nicht wiederholen. Boris Sabarko überlebte als Kind ein ukrainisches Ghetto. Als Historiker hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Berichte von Überlebenden des Holocaust in der Ukraine zu sammeln und zu veröffentlichen. Wichtiges Geschichtswissen für jüngere Generationen. Seine Publikationen sind neben der Ukraine auch in Deutschland, England und Italien veröffentlicht worden. Und vielleicht, wenn es die mehrere Menschen wissen über unsere Geschichte, vielleicht das Leben muss sein besser, weil wir haben gemeint, dass als wir waren befreit, das ist in unserem Leben das letzte Krieg, der letzte Krieg und das letzte Holocaust. Aber es ist schade und leid, dass in meiner Ukraine gibt es einen schrecklichen Krieg, Aggression Russland. Lange Zeit hatte er geglaubt, nie wieder einen Krieg erleben zu müssen. Anfang März 2022 ist er aus Kiew geflohen, nach Deutschland. Hier ist ihm bei seinem Buch »Nur wir haben überlebt« eine sehr große Hilfe zuteil geworden, durch seine deutschen Kollegen Margaret und Werner Müller, die ebenfalls im Gymnasium zu Gast waren. Wir haben in Deutschland veröffentlicht zwei große Bücher. »Nur wir haben überlebt« 2004. 2011, 2016, das war publiziert und dann 2019 zusammen mit meinem guten
Freunde Margret und Werner Müller das große Buch Leben und Tod in der Epoche des Holocaust in der Ukraine. Jetzt fahren wir in verschiedene Städte Deutschland. Wir machen Präsentation. Wir sprechen mit sehr vielen Menschen. Und für uns ist das ist wichtig, dass wir sprechen mit jungen Menschen, die Schülern, Studenten, verschiedene Menschen. In Deutschland, ist sich Dr. Sabarko sicher, gibt es ein sehr großes Interesse am Holocaust, zu den Problemen des Antisemitismus und jüngst zum Aggressionskrieg gegen die Ukraine. Dankbar ist Boris Sabarko für die sehr große Hilfe der westlichen Staaten. Für die Schüler der 10. Klasse war es doppelt berührend, einem Menschen zu begegnen, der im Zweiten Weltkrieg Grausames erlebt hat und nun erneut Krieg in seinem Land erdulden muss. Also ich spüre sehr viel Mitleid halt für die Leute, die betroffen sind, vor allem auch für ihn, weil er ja das nochmal erleben muss, obwohl er ja schon das Schlimmste durchgemacht hat, was man sich vorstellen kann. Also ich finde es noch sehr interessant, weil es ist ja trotzdem, also ich finde allgemein Geschichte sehr interessant, weil es gehört ja auch irgendwo zu uns und einfach um alles zu erzählen, das sollte man ja auch nicht vergessen, weil es ist ja trotzdem noch wichtig. Ergänzt werden diese Gedanken von den Worten des Mitschülers Tim. Also ich war erstmal sehr erstaunt, dass es und ist sehr glücklich, dass es da noch Überlebende gibt. Einer der letzten, die halt noch darüber berichten konnten und war sehr froh, dass ich sowas jetzt mal live miterleben konnte und die Erfahrung zu spüren konnte. Und es war auf jeden Fall sehr interessant und beeindruckend, was diese Menschen damals durchleben mussten. Das muss ich sagen, ist das, wo er erzählt hatte, wie diese Kinder damals so schamlos einfach diese Massenerschießung, die erste von den Kindern, die halt gar nichts dafür können und einfach so hilflos waren und die dann einfach erschossen wurden. Und das ist ja moralisch überhaupt nicht vertretbar, dass sie das damals so durchgeführt haben. Und genau dieses unsägliche Leid darf ganz einfach niemals vergessen werden. Ja, und das ist für mich sehr wichtig, weil die jungen Menschen interessieren sich und sie stellen sehr wichtige und sehr aktuelle Fragen. Und für mich, das ist, es freut mich, dass es neue Generation und neue gute, friedliche, freundliche, gute, für mich, das ist sehr, sehr wichtig. Vorerst bleibt für Dr. Boris Sabarko nur die große Hoffnung, dass der Krieg gegen die Ukraine auch bald ein abgeschlossenes Kapitel sein wird, wie der Holocaust. Doch tiefe Narben werden auch hier nicht ausbleiben.